Es freut mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir haben eingeladen, weil es bei unserer letzten Partei- oder Stadtparteisitzung, das war diese Woche Dienstag, weitreichende personale Entscheidungen gegeben hat. Ich darf euch vorstellen, nämlich die Bernadette Heider-Wittmann, das ist die nächste Bürgermeisterin von Korneuburg, die von der Stadtpartei einstimmig zur Spitzenkandidatin für 2025 gekürt wurde. Ich als Fraktionsobmann bin natürlich wirklich begeistert. Wir haben mit der Bernadette eine gestandene Frau, aber nicht nur Frau, sondern Juristin, Mutter und eine Korneuburgerin, die auf Korneuburg schaut, weil das ja unser Slogan schon seit 2020 ist: Wir schauen auf Korneuburg und wir wollen Korneuburg aufbauen. Ganz kurz, ihr habt sicher mitbekommen, die Angriffe der ÖVP mittels den Flugblättern ist ja schon in zahlreichen Medien gestanden, weist ja darauf hin, dass sie ja schon eine Vorahnung haben, die ÖVP, und wir haben auch, Dankeschön, wir haben auch die ÖVP jetzt noch nicht über die Entscheidung informiert, aber wir haben um ein Parteiengespräch schon gebeten. Das wird in den nächsten Tagen stattfinden, um auch die regierende ÖVP zu informieren. Ich möchte gar nicht zu viel sagen, die Bernadette wird sich selber auch ein bisschen persönlich vorstellen und dann unsere drei Themenschwerpunkte, die wir jetzt schon gesetzt haben oder setzen werden, auch vorstellen. Ich möchte nur eins dazu sagen, wir sind gerade am Aufbauen eines jungen, dynamischen Teams. Wir haben nicht nur im Bezirk wahnsinnigen Zuspruch durch den neuen Parteivorsitzenden bekommen. Also ich kann nur sagen, bezirksmäßig haben wir mehr Parteimitglieder in den letzten 5 Monaten bekommen wie in den letzten 10 Jahren. Und das zeigt eigentlich innerparteilich einen Aufschwung, und den wollen wir auch in Korneuburg nutzen und ein junges, dynamisches Team hinter der Bernadette zu formen. Und ich darf eigentlich jetzt das Wort an die Bernadette geben und bitte um deine Ausführungen. Ja, danke. Ihr kennt mich eigentlich jetzt eh schon seit einigen Jahren, aber trotzdem möchte ich euch ein bisschen etwas über mich persönlich erzählen. Ich bin Ur-Korneuburgerin, also meine Eltern haben schon hier gelebt, meine Großeltern haben schon hier gelebt und ich selbst bin hier aufgewachsen, in die Volksschule gegangen und alles Weitere. Und war es in meinem Elternhaus so, dass nicht besonders viel politisiert wurde, aber mein Vater hat mir immer etwas mitgegeben. Er selbst kam nämlich aus einem ganz klassischen Arbeiterhaushalt und hat immer gesagt, wenn es damals den Kreisky nicht gegeben hätte, hätte ich nicht studieren können. Er war dann Pharmazeut, hat eine Apotheke in Stockerau gehabt und hat immer gesagt, quasi, durch Leistung, ja, muss man auch im Leben etwas erreichen können, sich etwas aufbauen können. Bei ihm hat das wirklich funktioniert und er war da deshalb immer sozusagen der SPÖ verbunden und dankbar, weil er gewusst hat, eben ohne Kreisky wäre damals dieser Aufstieg nicht möglich gewesen, und das hat er mir mitgegeben und das habe ich sehr verinnerlicht. Ich bin dann selbst politisch aktiv geworden in der Zeit, in der ich studiert habe. Da war nämlich gerade das Thema die Wiedereinführung der Studiengebühren, also so
das war für mich eigentlich ein Schrecken, weil ich auch mit dieser Einstellung aufgewachsen bin. Bildung muss für alle zugänglich sein, muss für alle leistbar sein. Ja. Da darf keiner ausgeschlossen werden. Und das hat mich damals sehr rasch politisiert. Und da habe ich dann auch begonnen, mich politisch zu engagieren und habe in Korneuburg, damals war noch Bürgermeister Peter, begonnen, die junge Generation wieder zu etablieren und aufzustellen. Es ist dann, also ich bin dann, also unter Peterls Zeiten war ich nicht im Gemeinderat, ich bin ja dann 2010 das erste Mal als Jugendgemeinderätin in den Gemeinderat eingezogen, da war gerade der politische Wechsel und habe dann 2013 schon, durfte ich Bildungsstadträtin werden. Und da haben wir auch eigentlich sehr, sehr gute Initiativen gesetzt. Da war gerade der Kindergartenausbau das Thema. Da haben wir den Generationenkindergarten eröffnen dürfen. Wir haben den Augustinerkindergarten neu umgebaut und ausgebaut. Oder wir haben auch gemeinsam diese Initiative, das war auf mein Ansinnen, diese Initiative, dass wir das Landesjugendheim erhalten sollen, gegründet. Ich bin dann, wie ihr wisst, 2015 bis 2020 in Babypause gegangen. Ich habe eine Tochter und einen Sohn bekommen und habe natürlich in der Zeit sozusagen das politische Amt niedergelegt. Und seit 2020 bin ich wieder in den Gemeinderat gekommen und habe hier jetzt eben die Verantwortung als SEFCO-Vorsitzende. Da bin ich sehr stolz darauf, dass wir auch hier gemeinsam und konstruktiv einige positive Dinge in Korneuburg umgesetzt haben. Wir haben den Werft Beach Club installiert, das ist jetzt sozusagen die erste Gastro, die wirklich auch funktioniert in der Werft. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr konstruktiv und auch mit Nachgeben von unserer Seite an dieser Kooperationsvereinbarung beim Werftareal gearbeitet, wo wir uns sehr für den leistbaren Wohnraum erfolgreich eingesetzt haben. Wir haben tolle Betriebsansiedelungen auch gemeinsam ja, zustande gebracht, zum Beispiel Filoro, das öffnet jetzt am 6. Dezember. Ja, und jetzt sind wir heute quasi hier. Ich bin persönlich voll berufstätig, ich bin Juristin in der Stadt Wien. Ich kenne also sozusagen als Verwaltungsjuristin auch die Anliegen einer Stadt. Ich bin Mutter, ich bin Pendlerin und ich glaube, dass ich damit sozusagen die Probleme der Korneuburgerinnen und Korneuburger ganz besonders gut verstehen kann, weil sie mich besonders betreffen. Ja, also zum Beispiel die Verkehrssituation oder eben die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Schließtage, die Kosten für Kinderbetreuung, das trifft mich alles selbst. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in der Politik nicht nur Menschen sind, die ihr ganzes Leben lang nur für eine Partei oder für irgendeinen Politikjob gearbeitet haben, sondern schon auch sozusagen im Leben stehen und die andere Seite kennen. Ganz generell wollen wir und strecken wir die Hand aus an alle Parteien. Ja, das ist uns eine konstruktive Zusammenarbeit, ist uns sozusagen ganz wichtig. Wir verstehen uns auch mit allen. Und ich muss auch sagen, auch wenn es jetzt mit der ÖVP diese ganzen Querelen gegeben hat, gibt es sehr, sehr viele Personen innerhalb der ÖVP, mit denen wir wirklich konstruktiv zusammenarbeiten können und das, glaube ich, auch schon bewiesen haben. 38. Okay. Das Geburtsdatum haben wir nicht gesagt. Ja. Ja. Fragt mir eine Frau, wir sind. Der Mann fragt die ja, Frau. Jeden Fall. Ist das ja, ja. Nein, ja. Natürlich. Ja. Ja, natürlich ist es. Also ich muss gestehen, ich habe schon ein wenig gezögert. Ja. Martin weiß es. Also man hat immer wieder sozusagen versucht, mich zu überreden, diese Funktion auch anzunehmen. Es stellt natürlich eine Herausforderung dar, aber ich wollte ehrlich gesagt ganz bewusst auch haben, dass Frauen, die auch Kinder haben, die berufstätig sind, sehr wohl auch eine politisch verantwortliche Position haben dürfen und auch in einer politischen Führungsposition sein sollten. Ich möchte da in gewisser Weise durchaus auch eine Vorbildwirkung ausstrahlen. Ja.
sehr motiviert hat uns auch, wie der Martin schon erwähnt hat, der große sozusagen Aufschwung innerhalb der SPÖ, das merkt man auch in Korneuburg und bei uns in der Stadtpartei, aber auch, und das weiß glaube ich auch jeder, die zunehmende Unzufriedenheit mit der derzeitigen Regierung in Korneuburg. Und wir wollen eine Partei, ich glaube, es ist in Zeiten wie diesen, wo wir auch den Bundestrend sehen, ist es ganz wichtig, dass die Parteien der Mitte wirklich wieder ansprechende Parteien sind, ja, und man nicht sozusagen den politischen Rändern das Feld irgendwie völlig überlässt. Wir haben ein paar Themenschwerpunkte gesetzt, wo wir glauben, dass es hier wirklich Handlungsbedarf gibt, und da wollen wir unseren Schwerpunkt setzen. Der erste Punkt ist wenig überraschend, eine Wachstumsbremse für Korneuburg. Unser Slogan auf Korneuburg schauen, statt alles zu verbauen, ist aktueller denn je. Die Leute haben das Gefühl, dass Korneuburg sozusagen diesen Zuzug, diese Verkehrsbelastung, die Belastung der Infrastruktur nicht mehr erträgt, der ein bisschen hinterherhechelt, und wir wollen einfach eine Kleinstadt bleiben. Für uns ist es kein Ziel, dass wir 2036 20.000 Einwohner haben, so wie das jetzt zum Beispiel im Entwicklungskonzept der ÖVP steht. Wir glauben, dass wir jetzt eine gewisse Entschleunigung für die Stadt brauchen, damit wir sozusagen die Infrastruktur anpassend an der Bevölkerung gewährleisten können. Der zweite Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist, wir wollen eine Familienstadt sein. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, dass man, wenn man in Wien ein Kind hat oder in Spielern ein Kind hat, viel weniger zahlen muss, als wenn man das in Korneuburg hat. Gar nichts. Ja? Oder gar nichts zahlen muss. Muss man. Für die Kinderbetreuung. Ja. Genau, für die Kinderbetreuung. Ist egal. Auf allen Ebenen. Es gibt... Die Kleinkindbetreuung ist in Korneuburg fast unbezahlbar. Ja, Genau. Es ist die Betreuung dann ab dem Kindergarten, dass das nur bis 13 Uhr ist, ist absolut familienunfreundlich. Und auch, und das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig als Frau, es macht es so schwer, ganz einfach Beruf und Familie zu vereinbaren. Und das hat ja alles Auswirkungen. Ja. Man kann ja als Frau, man muss immer mitbedenken, dass das ja auch für die Zukunft Auswirkungen hat, auf die Pension Auswirkungen hat. Und sozusagen da die Frau zurückzudrängen, entweder nach Hause oder in eine Teilzeitbeschäftigung, das hat einfach schwerwiegende Folgen. Das heißt konkret, wir wollen sozusagen diese Betreuungsbeiträge, die man ab 13 Uhr zahlt, die kann man, wie zum Beispiel in Spielern gemacht, zurückzahlen. Refundieren. Ja? Refundieren. Wir wollen einen großen Zuschuss machen bei der Kleinkindbetreuung, den es in dem Ausmaß gar nicht gibt in Korneuburg. Wir fordern auch eine Ganztagsschule, zumindest eine von beiden Volksschulen könnte als Ganztagsschule etabliert werden. Also das sind sozusagen... Kostenlos, muss man auch dazu sagen, weil jetzt, natürlich, jetzt ja. Ist ja eine... Du hast ja eine Nachmittagsbetreuung, aber die ja nicht kostenfrei ist. Also die Schule ist eine Tagesbetreuung. Genau. Und das könnte man in Korneuburg wunderbar mal probieren, indem man sagt, die eine Volksschule sozusagen ist eine Ganztagsschule, die andere Volksschule, wenn jemand die Wahlmöglichkeit einfach haben möchte, ist einfach nicht in dieser Form, dann kann auch da daneben noch der Hort leben, ja, falls man sozusagen eine gewisse stundenweise Betreuung haben möchte. Aber das wären so die Ansätze, die man definitiv in Korneuburg überdenken kann. Ja, und dann ist wäre unser letzter Schwerpunkt eher auch ein bisschen zusammenhängend mit dem ersten Thema. Wir wollen Naturraum erhalten und sichern. Ja, das Schöne an Korneuburg ist einfach sozusagen die Stadt, die Kleinstadt vor der großen Stadt zu sein. Ja, aber da jeder Korneuburger, jede Korneuburgerin möchte hier Grünräume haben, die gesichert werden, beziehungsweise wollen wir auch ein Konzept ausarbeiten, wo
wir sagen, bei diesen Flächen könnte man auch wieder entsiegeln, da könnte man zusätzlichen Grünraum schaffen. Das ist uns sehr, sehr wichtig und überhaupt sozusagen die Bausituation ansehen, ja, welche Flächen sozusagen sind sowieso schon Bauland und könnten jederzeit mobilisiert werden. Da wollen wir ganz klare Konzepte ausarbeiten. Wir sind jetzt heute noch nicht sozusagen im Wahlkampfstart, aber wir wollen hier sagen, was wir in den nächsten Monaten, worauf wir uns spezialisieren wollen und wo wir dann klare Konzepte auch auf den Tisch legen wollen. Ja, die Gabi, muss man dazu sagen, ist ja heute leider, also sie wäre dabei gewesen, sie hat leider privat jetzt einen Vorfall, aber wir wollen sie da jetzt auch entschuldigen, das hast du wahrscheinlich eh schon gemacht. Ich hab's entschuldigt und wir wollen natürlich der Gabi auch Danke sagen, weil sie hat in einer Zeit, wo es nicht ganz leicht war für die Partei, auch die Partei übernommen, hat es in die letzte Wahl geführt. Und man muss wirklich sagen, nach zwei Wahlen, die wir ja mehr oder weniger krachend verloren haben, eine Stabilisierung herbeigeführt, weil bei der letzten Wahl haben wir eigentlich die Mandate halten können, wir haben uns können stabilisieren und was wir noch machen haben können, wir haben können die Parteiräumlichkeiten auch unter der Agide von der Gabi wechseln. Wir haben ein neues Parteiheim bekommen, wir haben wirklich mit den Kinderfreunden und mit den Organisationen ein Raum, Augustinergarten 6, Sozialzentrum. Ein Sozialzentrum. Und wir haben das kennen, und das muss man sagen, das ist alles der Gabi zu verdanken. Die Gabi ist wirklich eine Anpackerin. Sie bleibt ja auch Parteivorsitzende. Es wird sich auch noch nichts ändern. Sie wird Parteivorsitzende bleiben. Sie bleibt im Gemeinderat. Wir werden aber natürlich einen Wechsel machen. Das heißt, die Vizebürgermeisteragenten wird die Bernadette übernehmen. Jetzt schon. Ja. Wir werden. Wir sind schon in Vorbereitungen, ich habe gesagt, wir werden das Gespräch mit dem ÖVP suchen und werden die Bernadette auch im nächsten Gemeinderat, nämlich am 14. November, für das Amt der Stadträtin, und du kannst ja nur von dem Stadtrat dann in das Vizebürgermeisteramt gewählt werden, auch die Bernadette vorschlagen. Das heißt, die Gabi Fürser wird dann Gemeinderätin. Ja. Genau, Gemeinderätin und wird den Ausschuss. Das heißt, getauscht, Gemeinderat und Stadtrat und muss der Vizebürgermeister dann gewählt. Ja, muss gewählt werden. Er kann aus dem Kreis der Stadträte gewählt werden. Ist ein bisschen wirrwarr, weil in der Gemeindeordnung steht ja, sobald wir zwei Vizebürgermeister haben, gilt ja der zweite Vizebürgermeister immer der zweitstärksten Fraktion. Das kann nicht geändert werden. Das heißt, die Wahl, du hast vollkommen recht, ist ein bisschen komisch, weil du musst zwar über 50% der Stimmen vereinbaren, nur wenn du das nicht vereinbarst, schlagst du das noch einmal vor, bis das halt hast, weil sie können ja keinen anderen, außer sie wählen einen von der SPÖ-Fraktion, also in unserem Fall dann mich. Aus dem Stadtrat. Und ich könnte es annehmen und dann wäre sie nicht Vizebürgermeister. Ja. Nur, das wird nicht der Fall sein, weil wir haben uns ja abgesprochen und sonst immer nicht. Also, dieses Amt können Sie quasi der SPÖ jetzt nicht wegnehmen, diese Legislaturperiode. Bei der nächsten natürlich immer bei der konstituierenden Sitzung wird er bestimmt, wie viele Vizebürgermeister wie viele Ausschüsse und wie viele Stadträte. Nein. Das heißt, Ziel ist es, dass ihr wechselt und dass du jetzt Vizebürgermeisterin wirst. Ja. Nein, das ist kein Ziel, das ist definitiv so. Mit der nächsten. Am 14. November wird es definitiv so sein, dass wir als Fraktion die Bernadette als Vizebürgermeisterin vorschlagen und dann werden wir schauen, wie sich die ÖVP verhält. Wir werden ja noch vorher Gespräche führen. Gibt es schon den Infos? Ja, gibt es. Nein, wir haben sie.
angefragt. Ich muss jetzt, wir haben gestern haben wir einen Vorschlag gekriegt, vielleicht, ob du kannst, weiß ich nicht, am 31. Oktober haben sie uns vorgeschlagen, wir haben zwei vorgeschlagen, beide können es nicht, jetzt haben sie 31. Oktober vorgeschlagen, aber wir werden schauen, dass wir zu zweit diesen Termin, logischerweise zu zweit diesen Termin wahrnehmen und werden ihnen das auch dann kundtun. Sie werden es eh lesen, aber wir wollten vorher, Sie wissen auch, dass um personelle Angelegenheiten. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Ja, weil, und das werden wir durchführen. Wir werden natürlich auch alle anderen Fraktionen informieren. Wohl sind jetzt da nicht auf der Müllsuppen hergeschwommen, möchte ich sagen, weil die gerne das wissen, dass wir hier eine personelle Veränderung machen werden. Jo. Fragen. Nein, ich überlege gerade, wie weit die Wahl wieder wahrscheinlich mal Anfang 2025 war es immer so, dass Sie euer Spitzenkandidat die Zeit ungefähr schon früher? Eigentlich haben wir es früher immer gemacht, weil du brauchst eine Zeit und das ist ja auch nicht das Geheimnis, dass die Bekanntheit eine große Rolle spielt. Ja? Und genau. Und dass man ein Jahr vorher. Das ist jetzt eh schon sehr spät. Die Bekanntheit hebt. Wir werden das halt im Tandem probieren, die Bekanntheit quasi zu steigern. Ich will jetzt nicht viel ausplaudern, aber wir haben natürlich professionelle Hilfe, die wir in Anspruch nehmen werden, um auch eine adäquate Kampagne zu machen. Ja. Wir haben ja schon die drei Themen gesagt, auf Karneuburg schauen ist ja unser Slogan, den werden wir beibehalten. Die erste Kampagne hat die ÖVP gemacht. Die erste Kampagne hat die ÖVP gemacht. Hat schon meinen Bekannten zu schlafen. Natürlich, ja. Das wird ja wahrscheinlich. Also, wir fürchten uns nicht, wir fürchten uns von niemandem, möchte ich da nur sagen. Aber wir wissen, wir sind vorbereitet, dass wir auf die Angriffe der ÖVP. Wir wissen, dass das kommen wird. Wir wissen, dass auch der Wahlkampf durch diese ÖVP-Flugblätter wissen wir, dass er schmutzig sein wird, weil diese Angriffe für Rücktritte von SEFCO gegenüber Grundstücke, die überhaupt nichts mit dem SEFCO zu tun haben, entbehrt ja jeglicher Logik. Also wir wissen, dass das schmutzig sein wird und wir sind aber darauf vorbereitet. Und wollen uns eigentlich nicht auf dieses Niveau herablassen. Wir werden unsere Themen weiterhin durchbringen wollen und werden immer, was das beanlangt, ein kritisches Auge darauf haben. Jetzt ist ja das ÖNK als nächstes dran. Da gibt es jetzt schon Parteiengespräche. Auch hier sehen wir, dass die ÖVP gespalten ist. Ja. Da gibt es einerseits die Fraktion, um dem Bürgermeister alles umzuwidmen, auf Masse heraus, und eine andere Fraktion, wo man sieht, wo die Vernunft eigentlich eine Kleinstadt vor den Toren Wiens zu behalten. Und das erkennen wir und wir sind immer gern mit den konstruktiven Kräften in Verbindung und schauen, dass wir da was weitermachen. Ja, der Wahlkampf wird so oder so eine Herausforderung, weil es gibt ja Umfragen, die jede Partei, glaube ich, hat. Und es ist ja jetzt diesmal erstmal so, dass die ÖVP ganz einfach verlieren wird und wahrscheinlich sogar sehr viel verlieren wird. Und das ist ja wirklich, ich meine, Bürgermeister Gepp ist es ja gewohnt gewesen, dass er eigentlich bei jeder Wahl dazu gewonnen hat, bei der letzten hat er schon ein bisschen verloren. Ja, aber dieses Mal wird es halt relevant und da ist es eigentlich egal, wer jetzt Spitzenkandidat wäre oder nicht. Die Wahl wird natürlich anders sein als die bisherigen. Aber unser Ziel ist es auch, das möchte ich auch ganz klar sagen, unser Ziel ist,
Bürgermeisterin für Korneuburg zu etablieren nach der Wahl. Und wir haben uns aus dem Notizbuch der ÖVP schon einiges abgeschrieben, wie das geht, auch wenn man nicht stärkste Partei ist, weil die ÖVP hat das in Niederösterreich ja schon sehr oft und sehr gut bewiesen, dass das geht. Und da haben wir auch eine Blaupause in unseren Fächern. Also das wird auch für uns nach der Wahl wird es dann Gespräche geben, nehme ich einmal an, und dann werden wir weiter schauen, aber zuerst sind die Wähler. Naja, schaut an Wiener Neustadt an, und auch im Bund haben sie es ja gemacht. Ja, Entschuldigung, also das haben sie schon ganz gut. Da waren sogar Dritte, ja. Und das, also diese Möglichkeit besteht ja, eine Mehrheit gegen die stärkste Partei, und sogar in Polen werden sie das jetzt auch machen. Ja. Also das ist jetzt nichts mehr Abwegiges in dieser Kraft.